Ja, Flutlichtspiel am Freitagabend. Der KSV trennt sich von Freiberg mit 0:0. Bei mir steht jetzt unser Torhüter, Nicolas Krötecke. Nico, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ich denke, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall im Gegensatz zu den Spielen davor vieles besser gemacht. Wir standen defensiv sehr, sehr gut. Machen wir unsere ein, zwei Torchancen rein, sage ich, gehen wir vor der Halbzeit in Führung. Und ich denke, dann könnten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen. Leider hat es nicht geklappt. Jetzt müssen wir gucken. Im Endeffekt hätte man sich aber in der zweiten Halbzeit nicht auch nicht über noch ein Gegentor beschweren können. Also denke ich, könnte man mir mit dem Unentschieden gut rausgehen. Ja, man hatte zum Ende jetzt das Gefühl, dass der KSV wirklich dran war an den drei Punkten. Am Ende hat es dann doch gefehlt. Wären die drei Punkte in Ordnung gegangen? Ja, natürlich für uns. Natürlich immer. Drei Punkte wären immer gut. Wären auch die ersten drei der Saison. Wären definitiv auch für die Mannschaft wichtig. Aber an alle, die jetzt auch denken, nach den letzten drei Spielen, dass wir keine Mannschaft sind, dass da irgendwas falsch läuft, ich kann euch garantieren, es ist alles perfekt. Alle haben gute Laune, alle geben alles. Und ich denke, das konnten wir heute auch zeigen. Und ich hoffe, ihr könnt euch auf mehr freuen. Ja, du hast jetzt das erste Mal in dieser Saison zu Null gespielt. Es war heute zwar in Anführungszeichen nur ein Punkt, aber ist es als Torhüter so ein kleiner Teilerfolg? Na klar, zu Null ist immer gut. Es ist immer ein schönes Gefühl. Ich sage, es gibt nur ein schöneres Gefühl, als wenn du einen Elfmeter hältst und das Spiel gewinnst. Aber im Endeffekt 0-0, super, kein Gegentor, gebessert zu ersten drei Spielen. Und jetzt können wir darauf aufbauen und weitermachen einfach. Bitteschön, mach's gut.